Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum Nachholspiel gegen den SV Adelbü morgen um 18.30 Uhr. Nochmal ein kurzer Rückblick zu unserem letzten Spiel gegen Stern Flensburg. Hat allerdings Tore Rosbach schon das Wichtigste auch mitgeteilt. Erste Halbzeit war mit das Schlechteste, zweite Halbzeit mit das Beste, was wir bis jetzt gespielt haben. Es wurde da wieder deutlich, dass wenn wir nicht von vornherein die Gangart und den Kampf annehmen, dann bekommen auch wir Probleme, was dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser wurde. Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben nachher auch die Räume gehabt und uns auch erspielt. Und das kam uns nachher zugute und dann der Sieg auch in der Höhe völlig verdient. Insofern überwiegt da ganz klar das Positive, weil auch da wir endlich mal gezeigt haben, dass wir nicht von einzelnen Aktionen abhängig sind, sondern wir auch im Kollektiv so langsam gereift sind und da wirklich gute Ansätze zeigen, dass wir ja, das gesamte Spiel, so wie wir uns das vorstellen, ja, wirklich jetzt auch verbessern. Das hoffen wir natürlich auch für morgen gegen den SV Adelbü. Wie gesagt, Nachholspiel und wir erhoffen uns mit dieser Aufstellung einen positiven Ausgang. Im Tor soll spielen Bjarne Horn. Jetzt im letzten Spiel, ja, muss man ganz klar sagen, hat er uns wirklich mit zwei, drei richtig guten Aktionen im Spiel gehalten in der ersten Halbzeit. Ganz starker Rückhalt, insofern auch völlig außer Frage im Tor und die Nummer 1. Wir werden spielen auf der linken Seite mit Kasra Hohmann. Er rückt wieder ein bisschen zurück. Er ist noch so ein bisschen in der Wellenbewegung, hat mal gute Spiele, hat er mal nicht so gute Spiele. Da müssen wir gucken, dass wir da eine gute Balance hinkriegen. Ich hoffe mir dadurch, dass er einfach hinten links in der Abwehrkette einfach mehr Ballkontakte bekommt, dadurch besser ins Spiel eingebunden wird und dadurch die Sicherheit bekommt, um nachher auch nach vorne Akzente zu setzen. Daneben Rafa Gertig, rechts daneben Felix Bremer, der auch ein ganz hervorragendes Spiel gemacht hat in der zweiten Halbzeit durch seine Diagonalbälle, uns immer wieder offensive Möglichkeiten kreiert hat dadurch. Und für uns da auch unverzichtbar morgen gegen Adelbü. Rechts daneben Tore Rosbach, der sich auch immer mehr festigt. Ich glaube auch da seine Position gefunden zu haben. Wächst auch jetzt mit der Aufgabe und verbessert sich auch zusehends. Davor Ahmed Ikiru auf der 6. Links Kamil Sabiu. Daneben Dennis Menzel, der jetzt wieder zurückkehrt. War lange beruflich verhindert, konnte nicht trainieren. Und auch dann immer nur sporadisch am Wochenende stand er zur Verfügung, da auch für mich ganz klarer Spielkandidat aufgrund seiner Präsenz, seines unbändigen Willens, immer irgendwie nach vorne auch zu gehen, sehr körperlich und versteht es auch die Mannschaft mitzuziehen durch seinen Einsatz. Daneben Piotr Strakowski, auf der rechten Seite Mo Abatal und vorne im Sturm Patrick Smolarek, ja, da braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, der ist einfach eine Klasse für sich und ist da auch völlig unantastbar in meinen Augen vorne. Auf der Bank wird Platz nehmen Andreas Henke, der jetzt wieder da ist, war jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal beruflich verhindert. Für mich auch ganz klar ein Mann für die erste Elf. Das wird dann auch auf kurz oder lang auch so sein. Christian Rieckhoff aus dem Urlaub wieder da, ging in den Urlaub mit einer leichten Verletzung. Müssen wir heute Abend mal gucken beim Abschlusstraining, wie diese Verletzung jetzt mittlerweile aussieht. Beide sollen auf jeden Fall ihre Spielanteile kriegen, um dann auch schnell wieder in die Mannschaft eingebunden werden zu können. Robert Nattrau wird uns noch weiter ergänzen. So soll es sein für morgen 18:30 Adelbü. Wir hoffen natürlich auf ein positives Ergebnis. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.